Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Stuben Basics. Als Defender sollte man ja immer passiv stehen, nicht pieken und hinten auf den Gegner warten. Eigentlich. Wir schauen uns heute ein paar Beispiele an, wann man das anders machen kann, wann man aggressiv spielen darf und wann man auch mal pieken sollte. Wie wir also alle wissen, als Defender, also Verteidiger, wartet man auf den Gegner, lässt ihn kommen und piekt nicht zu aggressiv rein. Warum ist das aber eigentlich so? Das ist die große Frage. Es sagt ja nur jeder. Es ist deswegen so, denn es tut als Verteidiger ganz besonders weh, in die Unterzahlsituation zu kommen, also den Mannvorteil bei den Gegnern zu haben. Warum ist das so? Wenn wir auf die Minimap gucken, sehen wir, dass man breit aufgestellt ist und eigentlich als Defender jeden Eingang hält. In dem Fall C-Lang, die Geschichte hier Richtung Double Doors, Richtung Garage, Brimstone die B-Eingang-Geschichte, der gute alte Breach hält Richtung A-Lang, hilft aus, kann gegebenenfalls nach A-Kurz rotieren und die Jet hat A-Lang. Damit sind alle Eingänge gedeckt. Was passiert also, wenn man aggressiv vorgeht als Defender und sagen wir beispielsweise der Cypher fällt? Damit wäre dann direkt die gesamte C-Side geöffnet, inklusive seinen Tripwires und dem Cage, der auch wegfällt und dann kann man easygoing die Lücke finden und direkt Richtung C attacken, also zumindest als Angreifer. Deswegen ist es so wichtig, als Defender immer die Überzahlsituation zu haben. Und das bringt mich zum eigentlichen Thema. Nämlich als Defender aggressiv und proaktiv zu spielen. Wann mache ich das und warum? Man muss zum einen immer einen Grund haben oder ein Ziel, das man verfolgt. In den meisten Fällen ist es die sogenannte Man Advantage, also die Überzahl, die Mannvorteil, den man dann hat. Wie eben erwähnt, schmerzt es mehr als Defender in der Unterzahl zu sein, als Attacker. Denn als Attacker kann man sich zusammen bündeln und dann gemeinschaftlich auch nur zu dritt, angenommen in unserem Beispiel wären jetzt Omen und Race schon tot, kann man immer noch die B-Side hitten, denn der Gegner steht nicht zu dritt auf der B-Side in den meisten Fällen. Wenn man aber als Defender einen verliert, hat man einen großen Nachteil, denn da ist dann die Lücke offen und die muss man erstmal entsprechend ausgleichen. Als Defender aggressiv zu pushen und zu pieken macht nur dann Sinn, wenn man ein Ziel hat und das könnte zum Beispiel und ist in den meisten Fällen der Mannvorteil. Soll heißen, wenn Breach jetzt zum Beispiel hier der Jet eine Flash gibt Richtung A-Lang, die Jet einmal piekt, die Killjoy rausnimmt und sich dann vor allen Dingen, und das ganz wichtig, direkt wieder zurückzieht, hat man direkt den Mannvorteil, also ein 5 gegen 4. Das ist natürlich als Defender super komfortabel. Und dann muss man eigentlich nur noch ganz einfach, in Anführungszeichen, immer wieder die Kills runter traden. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Richtung Lang 2 vorgehen, die Jet fällt, rausgenommen wird, der Breach aber dann dafür die Sky rausnimmt, dann wieder alles getradet wird, am Ende alle rausgehen und sich immer wieder traden, müsste es am Ende so aussehen, dass wenn es Richtung A-Side gehen sollte, man möglicherweise mit 1 gegen 2 endet und dann diese Aktion natürlich im 2 gegen 1 einfacher und besser rausspielen kann, durch den entsprechenden Refrag oder eine Bait-Switch-Kombo. Es gibt verschiedene Beispiele, dafür gerne mal die Stuben Basics abchecken und dann die Runde gewinnen. Man Advantage schön und gut, aber wie pushe ich nun aktiv vor und wann sollte ich pushen und wann erstmal gar nicht und auf was ist zu achten? Also, das Wichtigste, was man von vornherein sagen sollte, wenn man eine Side pusht, zum Beispiel die Jet A-Lang, sollte auf keinen Fall auf der anderen Seite der Map, sei es auf C oder auf B, ein weiterer Push erfolgen. Denn was passiert denn, wenn diese Jet nicht erfolgreich ist und der Turret sie entdeckt, Killjoy dann die Jet rausnimmt, parallel dazu der Cypher hier gegen die Fate, die das im Off-Angle anhält, fällt, dann hat man direkt zwei Lücken, nämlich einmal auf C und auf A. Und dann hat natürlich der Angreifer ein super einfaches Spiel, das Ganze zu nutzen, die Lücke zu finden, geschlossen mit dem Mannvorteil im 5 gegen 3 eine Side zu hitten und das natürlich ganz schwer zu defenden. Deswegen, wenn man aggressiv vorgeht als Defender, immer nur eine der Seiten pushen, nicht alle Seiten gleichzeitig. Ansonsten ist das Risiko zu groß, an zwei Fronten gleichzeitig eine Lücke zu kassieren und dem Gegner somit die Türen weit aufzumachen. Das möchte man natürlich nicht. Ein anderes Beispiel ist die schon vorhandene Unterzahlsituation der Defender. Angenommen, Breach und Jet sind bereits rausgenommen worden und jetzt hat man ein 3 gegen 5. Wir sehen, dass der Gegner Richtung B pusht oder haben zumindest die Information bekommen. Dann kann es, auch wenn es risky ist, Sinn ergeben, dass der Brimstone einmal kurz rauspiekt, versucht einen rauszunehmen, vielleicht kurz danach oder im selben Moment der Sova nochmal einen Double auspiekt, vielleicht den zweiten rausnimmt und so möglicherweise in eine 3 gegen 3 Situation verwandelt, mit der man wieder arbeiten kann. Sicherlich kann das nach hinten losgehen, aber das Risiko ist es meistens wert. Zumindest im richtigen Moment und gut abgesprochen mit den Teammates und natürlich auch gerne mit der Hilfe von der richtigen Ability Usage. Denkt aber immer dran, es tut mehr weh, als Defender in der Unterzahl zu sein, als Attacker. Als Attacker ist es nicht ganz so schlimm, wenn man einen Spieler oder vielleicht gar zwei Spieler verliert. Man kann dann immer noch die Runde reißen. Als Defender tut es besonders weh. Auch hier gilt wieder die Regel, in der Unterzahl aggressiv, in der Überzahl passiv bleiben. Ganz einfach. Ein weiterer Klassiker ist natürlich die Operator. Damit darf man proaktiv oder aggressiv reinpieken, einen rausnehmen und sich dann zurückziehen.
Wenn man ganz, ganz heiß und wild ist und nochmal unbedingt repeaken muss und es unter den Fingernägeln brennt, dann aber bitte mit einem Positionswechsel von woanders aus einem anderen Winkel, irgendwo, wo der Gegner nicht einfach rumzieht und euch prefeiert. Ein weiteres Beispiel, bei dem man als Defender aggressiv pushen kann, sind natürlich Eco-Runden. In den Runden hat man die schlechteren Waffen, sollte deswegen vielleicht auch dran denken, die Kraft zu bündeln und in unserem Beispiel gemeinschaftlich die Mitte runter pushen und den Gegner so überraschen, vielleicht einzeln gegen 5 im Window zu kämpfen oder aber eine frühe Backstep zu pushen, wenn der Gegner vielleicht schon in A-Lang oder C-Lang stehen könnte. Sicherlich muss man in einer Eco nicht immer nur zusammenstehen, man kann auch mal einzeln vorpieken, vielleicht den Off-Angle nutzen, so wie unser Breach hier. Die Jet piekt aggressiv A kurz, der Brimstone piekt sogar mal Mitte, vielleicht mit einer Sheriff oder vielleicht hat man Geld für eine Marshall gehabt. Eben diese Waffen, die so One-Hit-Wonder sein können. Dann, sobald man eben in die Überzahlsituation verwandelt haben sollte, direkt zurückziehen und die Überzahlsituation ausspielen. Der letzte Punkt auf meiner Liste geht raus an alle Taktiker, der ist nämlich ein bewusster Pace-Change. Wenn ihr viele Runden in Folge passiv defensiv von hinten gespielt habt, dann könnt ihr selbst auch mal in der Buy-Round, wenn ihr also Geld habt und große Waffen habt, ein proaktives Play wagen, aggressiv vorgehen, beispielsweise mit 3 Mann Mitte runter, mit einer Smoke Mitte, Flash und Co. Etwas spielen, das der Gegner nicht erwartet, nach all der Zeit, wo ihr passiv wart, jetzt mal ein proaktives Play, 2 Mitte rausnehmen und dann aber direkt sich zurückziehen und die Überzahl wieder ausspielen und nicht overheaten. Einfach deswegen, weil der Gegner nicht damit rechnet, davon ausgeht, dass er wieder passiv von hinten spielt, aber diesmal auf dem falschen Fuß erwischt wird. Wie Sie sehen, es gibt also auch Situationen, in denen es durchaus Sinn ergeben kann, als Defender aggressiv zu spielen und vielleicht auch mal zu pushen. Denkt dran, immer eure Abilities dafür einzusetzen, denn diese können solche aggressiven Plays vereinfachen und um diese gut nutzen zu können, muss man eines machen, kommunizieren. Und das ist wie immer das A und O. Goldregel, wer den Mannvorteil hat, bleibt passiv, wer in der Unterzahl ist, kann aggressiv spielen. Was man auch machen sollte, neben dem guten Kommunizieren, man sollte hier ein Follow dalassen, ein Like dalassen, die Glocke aktivieren und zum nächsten Stunden Basics reinschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut, down and out.